Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir greifen heute mal Marius unter die Arme. Und zwar geht es um die letzten fehlenden Teile für dieses Auto. Thema Antriebswellen. Vorne. Ist ja nur ein Frontantrieb, hat nur vorne welche. Bisher Serie gefahren. Hat bei dem Auto auch erstaunlicherweise immer funktioniert. Wird mit Sicherheit daran liegen, dass das Auto relativ leicht war. Plus diese weichen Slicks, die halt schön diese ganzen Schläge abfangen. Aber jetzt kommt der Punkt, wo wir halt sagen, boah, das Risiko gehen wir nicht mal ein, wir bauen da lieber mal was Cooles für. Im Oma Golf fahre ich aus Amerika welche von Drive Chef Shop, hat immer funktioniert, aber sind wirklich teuer. Deswegen wollen wir hier mal ein bisschen gucken, ob man das nicht auch ein bisschen günstiger hinkriegt. Das heißt, wir messen jetzt als erstes die Länge der Wellen aus und dann fahren wir nämlich zu dem Thorsten Middendorf ADT und dort werden die Wellen gefertigt. Aber erstmal zeige ich euch, was wir hier eigentlich vorhaben. Serienmäßig hat dieses Auto 100er Innengelenke. Jetzt gibt es aber von Audi bei fast allen Modellen, wie zum Beispiel meiner Limo, 108er Innengelenke. Und ihr seht, das passt nicht. Das ist aber kein Problem, weil wir haben tatsächlich gesehen, es gibt das 02A-Getriebe hier. Es gibt tatsächlich das 02A-Getriebe serienmäßig mit 108er Flanschen. Das ist dann ein sogenanntes 02J-Getriebe. Und ich glaube, die sind zum Beispiel dran gewesen an einem Golf mit dem V5 Motor, nicht VR6, sondern es gab ja auch einen VR5 Motor und die hatten teilweise nämlich dieses Getriebe noch dran. Und dann können wir einfach diese Flansche nehmen, die sind mittlerweile relativ selten und nicht mehr so häufig zu bekommen, aber wir haben noch welche bekommen und schon passt, zack, das große 108er Gelenk schon mal hier rein. Schon mal ganz geil. Sieht auch gleich deutlich fetter und massiver aus. Die werden auch halten, weil ein 108er Gelenk, das ist ein Innengelenk, was eigentlich alle fahren. Alle fahren heißt, die ganzen großen Jungs auf einer Viertelmeile, Limo seit eh und je, das funktioniert einfach. Haben wir Thema Innengelenk schon mal geklärt. Jetzt Thema Außengelenk. Was ganz cool ist, die VR6 Gelenke haben eigentlich schon, okay, ich saue mich wieder ein, die VR6 Gelenke sind schon mit, also ein Vollgelenk mit Mutter. Das heißt, die Verzahnung ist massiv und voll. Das ist eigentlich ganz gut. Praktisch gehen aber die Gelenke innen immer kaputt. Das heißt, am Ende knackt hier drin der Käfig weg, die Kugeln weg, der Stern weg und so weiter. Deswegen haben wir geguckt, welches Außengelenk die gleiche Verzahnung hat, dass wir keine andere Radnabe bauen müssen. Und dabei haben wir tatsächlich dieses Golf 5 GTI-Gelenk gefunden. Das hier ist Golf 5 GTI, welches, wie ihr seht, deutlich größer ist. Sowohl im Durchmesser als auch im Inneren, was die Kugeln angeht und so weiter. Und dieses 5er GTI-Gelenk hat jetzt zwar leider kein Gewinde, sondern nur eine Schraube. Jeder, der sich mit Kräfte und Steifigkeit in einem Körper schon mal ein bisschen beschäftigt hat, weiß, dass dieser innere Teil nicht unbedingt viel Stabilität bringt. Also natürlich ist es besser, wenn man Vollmaterial hat, aber nur weil da jetzt ein Gewinde drin ist, ist es nicht auf einmal viel, viel, viel schwächer. Deswegen sei das mal zu vernachlässigen, dass wir hier erstmal ein Gelenk haben, welches eine Schraube hat, weil viel wichtiger für uns ist eher, dass dieser Teil des Gelenkes hält. So, und da ist es tatsächlich so, wir können dieses 5er GTI-Gelenk nehmen und hier einfach Plug and Play reinschieben. Da sieht man auch schon, dass das gleich deutlich fetter da drin aussieht, ne? Jetzt ist es natürlich so, die Länge der Welle vom 5er GTI passt natürlich niemals zu unserem Auto. Deswegen müssen wir jetzt passende Wellen bauen lassen. Was macht man dafür? Natürlich als erstes die Länge bestimmen. Am einfachsten ist es, die Länge zu bestimmen, dass man Auflagefläche, Auflagefläche misst. Das heißt, wir messen jetzt quasi von hier bis hier. Also übertrieben gesagt sieht das Ganze so aus. Wir messen von hier nach da, weil dann können wir später bei Thorsten auf dem Tisch wirklich die Länge der Welle bestimmen. Weil das ist ja dann nicht die Länge der Welle, sondern die Länge der Welle muss man dann ja über die Gelenke wieder zurückrechnen, wo der Einstich für den Sicherungsring und so weiter ist. Damit wir das alles später wirklich einfach auf dem Tisch in Ruhe machen können, messen wir wirklich Auflagefläche, Auflagefläche. Und schon können wir jederzeit einfach die Wellen bestimmen. Jetzt kann ich euch zeitgleich auch noch Folgendes zeigen. Wir messen einmal ausgefedert und einmal eingefedert. Und ich bin selber gespannt bei dieser Achsgeometrie, wie viel sich das verändert. Und das Gute ist, da wir das Ganze filmen, kann ich auch keinen Fehler machen, weil wir können jederzeit nachgucken, was wir da eigentlich machen. Das ist der Grund übrigens, warum wir die Autos so sauber bauen, weil man kann jetzt hier ohne Probleme seinen Kopf reinschütten, ohne dass man danach dreckig ist. Das Gelenk liegt, jetzt muss ich einmal überlegen, es liegt am Radlager auf. Man hat jetzt hier einmal die Radnarbe und das Radlager und logischerweise kommt das Gelenk gegen das Radlager und dann zieht man die Radnarbe fest.
Und an dieser Stelle haben wir ausgefedert 69,3. 3! Heißt 693 mm. Brauche ich mir nicht aufschreiben, wir können sie einfach nach und später nochmal angucken. So, jetzt die große Frage, was denkst du, wird es länger oder kürzer? Länger. Weil der Querlenker steht jetzt gerade. Das heißt, wenn er jetzt hochfährt, könnte auch kürzer werden. Oder es könnte auch genau gleich bleiben. Wie immer ja wieder ganz auf den Boden gedreht hier, die Bude. Es sieht schon so aus, als wenn es hier gefühlt ein Airride gerade ist. Wird tatsächlich länger, 6,95. Also 6,93 ausgefedert, 6,95 eingefedert. Also wir wissen jetzt, maximal eingefedert haben wir 695 zwischen dieser Auflagefläche, also anders formuliert zwischen hier und da. Das ist unsere Länge, 695. Das Ganze messen wir jetzt noch auf der anderen Seite. Und dann geht's zu Thorsten zum Wellenfertigen. So, weiter geht's. Wir sind mal wieder bei Thorsten angekommen. Hi. Erstmal muss ich als allererstes sagen, Querlenker, für diejenigen, die es vielleicht nicht gesehen haben, funktionieren bombastisch. Top, freut mich. Haben den ersten Einsatz überlebt, ist alles heile geblieben. Ich habe ein bisschen Kontrolle hier und da gemacht, also habe mir so ein bisschen die Gelenke angeguckt und so weiter, auch vom Fahren her. Es knackt nichts, knackt weniger als vorher auch und fährt einfach nur geil. Also da muss ich wirklich sagen, Respekt, Chapeau. Danke, danke. Dafür, dass, wenn selbst so Teile wie eine Radnabe durchbrechen, weiß man ja schon, dass, was da halt so an Zug so mäßig geht. Ja, da ist schon was los. Ja, ja. Und so, es gibt ja auch bei Querlenkern, ist ja so ein typisches Teil, da gibt es ja eigentlich auch nur so eine Null-Fehler-Quote. Weil egal, was abbrechen würde, es ist immer Aua. Ja, ja, ja. Dann biegst du ab, wahrscheinlich. Die Zuschauer haben eben gerade schon gesehen, wir haben bei Marius Golf einmal ausgemessen, wie lang die Antriebswellen sein müssen. Mhm. So, jetzt haben wir so viel Handmade Germany Quality hier aus Paderborn schon gesehen, dass wir Thema Antriebswellen auch einmal zeigen wollen. Ja, gerne. Du hast schon was vorbereitet. Ja, wir haben schon vorgearbeitet. Du hast uns ja Längen durchgegeben. Du hast jetzt gemessen Anlagefläche am Getriebe und Anlagefläche Radlager, ne? Genau. Dann ist das Endmaß der Welle 18 mm kürzer, weil du auf der Seite 4 mm rausguckst und hier 23 mm Luft hast zur Welle selber. Mhm. Das ist auch 42 Chromo und von unserem örtlichen Stahllieferanten, der hat das zum Glück. Und schneidest du dann zurecht, drehst das auf Maß, also auf der konventionellen Drehbank machst du die Enden, also das in der Mitte ist jetzt noch die mit der konventionellen Drehbank gemacht und die Enden sind dann so vorbereitet, dass du das auf der CNC endbearbeiten kannst. Also ich glaube, es kann sich keiner vorstellen, dass auf diesen Maschinen hier so eine Welle gemacht wird. Genau darum geht es nämlich heute, ne? Ja, also eigentlich ging es auf der Maschine auch nicht. Die Maschine haben wir, hat mein Vater modifiziert dafür, umgebaut, dass es überhaupt möglich ist. Weil eine Maschine, die Winkel positionieren kann und drehen, ist halt in einer anderen Liga wie auf so einer Schulungsmaschine. Mhm. Wie seid ihr ursprünglich dazu gekommen, überhaupt Wellen zu machen? Einfach nur wieder aus der Not heraus? Ja, ja, klar. Ja, natürlich. Alles immer kaputt gegangen? Hier entsteht eigentlich nichts aus jemand anderes hat es gebraucht oder irgendwas, sondern das ist eigentlich immer aus der Not heraus selber. Ich habe vorher mit von anderen Leuten Antriebswellen ausprobiert. Da ist dann das Problem gewesen mit Lieferfähigkeit und Sondermaße und hin und her. Also bis zu einer gewissen Leistung haben die auch gehalten. Irgendwann haben die dann aufgehört zu halten, sind dann auch abgebrochen und dann hast du wieder ein Zeitproblem und dann können wir das nicht selber. Was ist bei Antriebswellen am wichtigsten, damit es am Ende funktioniert? Also eigentlich ist immer entscheidend der Durchmesser, der Verzahnung. Das ist eigentlich immer die schwächste Stelle. Also die Antriebswelle ist nur so, eigentlich sage ich immer, nur so gut wie die schwächste Stelle. Ne? Mhm. Das ist in dem Fall ist das jetzt hier die Außen am Radseitig, das Ende von der Verzahnung ist die dünnste Stelle. Mhm. Und da wird es auf kurz oder lang irgendwann mal abreißen. Und warum Chromo? Sind so Antriebswellen nur aus Chromo? Oder andere Anbieter machen die nicht aus Chromo? Doch, andere machen die auch aus Chromo. Es gibt noch bessere Stähle, die dafür geeignet sind, aber ist halt für Otto normal schwierig dran zu kommen, bis gar nicht dran zu kommen. Also aber Chromo schon gut wegen hohen Festigkeit. Aber. Ja, ja, und
Streckgrenzen, Dehnung und so, das ist noch in der Lage, ein bisschen zu federn und so. Das, okay. Das geht schon noch. Also ist tatsächlich wichtig, dass so eine Antriebswelle auch noch so ein bisschen ja, die, arbeiten ja, kann? Ja, ja, ja. Also du musst die, du kannst die jetzt auch zum Beispiel jetzt nicht in der Mitte voll lassen, dann ist die schneller kaputt. Also du probierst über die Länge die Kraft zu verteilen auf die ganze Welle. Deswegen drehst du die dann in der Mitte auch dünner, wie die dünnste Stelle an der Verzahnung. Drehst du die minimal dünner, damit du probierst, dass die beim Losfahren so ein bisschen tordiert. Das heißt, das hier in der Mitte ist noch gar nicht fertig, sondern genau. erst kommen die Gewinde drauf, die Verzahnung drauf und dann macht ihr komplett die innere Fläche. Ja, ja, genau. Und die wird dünner als die dünnste Stelle von der Verzahnung? Ja, so minimal. Und ist auch gleich leichter, das wird Marius auf jeden Fall freuen. Ja, wobei bei Gewicht, es gibt auch Antriebswellenhersteller, die bohren die hohl, ne? Mhm. Aber okay, hier natürlich halt nicht zu bohren dazu durch in der Lage das Promo, und so. Ja, das, nee. In der Länge auch ist der, das natürlich ja, schon. Ja, ist in der Länge dann nochmal eine andere Nummer. Nochmal eine Nummer, ne? Alles, was ich bisher als hohles Rohr hatte, was irgendwie so ein bisschen, ich sag jetzt mal, tordiert ist, war sofort unwuchtig danach. Also ist sofort eigentlich eher krumm geworden und ist halt nicht mehr schön gelaufen. Ne? Mhm. Oder platzt halt bei den Originalwellen, kennt man das ja, die platzen auch wie eine Banane einfach. Ne? Ja, die machen einfach nur. Oder Nudeln sich so, ziehen sich platt und dann ziehen sie es auf wie eine Nudel, das gibt's schon. Okay, das heißt, öfters da gehabt, das heißt, wir werden auf jeden Fall, wobei so viel schwerer ist, ist am Ende glaube ich doch schon. Ja, da kommt jetzt ja schon noch eine Menge runter. Ne? Ist doch. Da geht noch ein bisschen was. Ja, also es gibt ja Hohlwelle als Serie und es gibt auch Vollwelle als Serie. Ne? Also ich weiß nicht, warum die das damals oder mal zwischendrin wechseln oder so. Ist das wahrscheinlich auch ein bisschen Auslegungssache. Ne? Je länger die Welle wird, je eher ist es, glaube ich, immer eine Hohlwelle. Ja, die kurzen sind ja ganz oft Vollmaterial. Richtig. Ist auch eine Fertigungssache bei denen und eine Preisfrage. Ne? Ein Rohr jetzt hier reib zu schweißen, das sind ja nur kurze Enden, die reibgeschweißt sind und so, ist ja von der Fertigung eine andere Nummer. Wie wenn das jetzt die ganze Zeit voll ist. Habt ihr irgendwann auch mal angefangen und abgeschnitten? Büchse ja, also, und verschweißt? Ja. Damit, wie man das damit so? Hast du angefangen, ja. Das funktioniert ist so. Das theoretisch auch oder bricht das sofort auseinander? Theoretisch funktioniert das. Es fahren auch genug damit rum noch. Also auch auf Viertelmeile, bei denen das funktioniert. Also ich hab da schon 1000 Sachen ausprobiert, die so längs aufzuschneiden, mit Steckschweißungen und so einem Kram und hin und her. Aber am Ende war es dann so, irgendwas hat dann aufgegeben, hinter der Schweißnaht oder so, weil du bringst ja auch immer Hitze rein und du veränderst das Gefüge des Materials und so, das ist halt... Oder da hältst du und hinten nachher reißt sie. Ja, klar. Also das ist irgendwie... Aber schön zu beobachten ist auch, dass selbst die auf jeden Fall den Teil dünner gemacht haben. Ja, genau, als eigentlich das wirst du bei VW immer sehen. Also. Nochmal einmal zur Fertigung, was sind die Schritte? Also ihr kriegt das wirklich einfach als ganz normal Stangenmaterial. Ich kaufe das in einer 6 Meter Stange, lasse mir die einmal schneiden, damit ich sie in Bulle kriege. Ja. Ja, und dann geht das los. Ne? Dann einfach mit der Flex durchschneiden. Dann drehst du die auf Maß, also auf die passende Länge, so wie gewünscht. Kommt ja auf ein Zehntel nicht drauf an. Mhm. Die sind mit dem Maßband gemessen. Dann drehst du die einmal über, damit du die Zentrierung passend hast. Wenn du die in der Maschine drehst, die Klemmung der Maschine ist ja immer anders. Du hast ja nie 100%, wenn du die jetzt, ja, wie soll ich sagen, die Flächen, also das muss ja winklig dazu stehen. Mhm. Wenn du die jetzt ausspannst und wieder einspannst, hast du die immer anders gespannt. Dann triffst du das nicht mehr. Deswegen machen wir das auch in einer Aufspannung. Also Kontur drehen und Verzahnung draufstechen oder stoßen, wie man es nennen will, passiert in einer Aufspannung. Mhm. Okay. Und deswegen auch die Zentrierung in der Mitte nochmal. Falls man nochmal ran muss, dass da nochmal trifft oder wofür die Zentrierung? Nee, die Zentrierung ist dafür da, dass du von der, wenn du die nachher überdrehst, wenn du den Teil wegdrehen willst, dann musst du die hier hinten halten. Wenn du jetzt am Anfang das drehst, hältst du die hier, dann weicht die nicht so viel aus. Nur wenn du die über die Länge, wenn ich die jetzt hier hinten spanne, dann brauche ich ja unbedingt eine Zentrierung hier. Wenn ich das jetzt nicht vorher dann habe und alles winklig zueinander steht, dann habe ich eine Kante nachher irgendwo dran, dann komme ich quasi übertrieben gesagt schräg in der Welle raus irgendwo. Ne? Und die Verzahnung stoßt sie dann da wirklich rein? Ja, genau. Da haben wir hat mein Vater eine Maschine gebaut, die an der Drehbank angeflanscht ist, die dann draufstößt in zig Schritten. Weil das hat ja dann eigentlich gar nichts mehr mit Drehen zu tun, sondern das wird wirklich so drauf gestoßen. Ja, genau. Und dann halt passend dazu braucht man irgendwie einen, dass man es auch in einer genauen Gradzahl drehen kann. Ja, genau, das kann auch mittlerweile die Drehbank. Also die Drehbank positioniert das so genau. Weil kann man sich ja vorstellen, wenn jeder Zahn hier ein Grad nur falsch ist, dann ist halt am Ende passt das nicht mehr. Ne? Ja, einer ist dann halt dünner oder fehlt komplett einer oder so, ne? Das musst du schon. Und dann das alles in den Chrommaterial. Und danach ist dann auch ist ready oder muss dann noch irgendwas wärmebehandelt werden? Ja, bevor, also die kommt aus der CNC. Dann muss ich die, also dann drehen wir die nochmal über und dann kommt ja der genaue Einstich für den Sicherungsclip. Mhm.
Den machen wir auch von Hand rein, weil das ist auch jetzt nicht kein Hexenwerk. Und danach gehen die zum Randschichthärten in die Härterei, induktiv Randschicht gehärtet, die enden aber nur. Ah, für die Verzahnung. Für die Verzahnung, dass genau. Dass die Zähne einfach noch härter werden. Ja, genau, das ist, wir haben damit ewig rumprobiert, wir haben vor ewigen Zeiten rumprobiert, die komplett zu härten, über die volle Länge zu härten, durchzuhärten, dann verschiedene Anforderungen an die Härterei gestellt und so. Und einfach ausprobiert, was funktioniert dafür am besten. Und wir sind da eigentlich danach drauf gekommen, dass man die Welle nicht komplett härtet, weil es eigentlich dann Perlen für die Säue ist, so ungefähr. Und dann nur drauf gekommen, dass man das Ende härtet, um einfach den Zahn Stabiler. Verschleißfester zu machen. Aber nicht um stabiler oder so, einfach verschleißfest. Ach, verschleißfester, okay, ja. Krass. Das heißt, weil der die ganze Zeit schon in dem Gelenk immer arbeitet. Also man denkt immer, so eine Verzahnung steckt einfach drauf und fertig, aber trotzdem findet man Verschleißfest. Ja, das arbeitet sich schon frei. Wir haben ja verschiedene, also wir testen in der Maschine, bevor wir die da ausspannen, die Verzahnung, ob die drauf passen. Das heißt, das ist wirklich eine Gefühlssache, dass man merkt, wenn das sitzt. Ja, genau. Also du hast so einen bestimmten Zyklus, so und so lange läuft das, dann kann man das anfangen zu probieren, ob das jetzt anschnabelt. Ne? Das ist jetzt weil in dem Fall so, dass das ist zum Beispiel ein uraltes Gelenk gewesen. Ist wahrscheinlich schon 8 Sekunden gefahren oder so. Möglicherweise. Was ordentlich einfach drauf geht. Das wirst du jetzt bei Marius, hat er neue Gelenke. Ja. Das wird jetzt wesentlich strammer drauf gehen. Kann man dazu das was sagen, wie stramm das drauf gehen soll? Aber es soll schon stramm sein. Soll schon stramm. Ja. Also ist nicht so, dass das einfach so drauf klacken soll. Und also würde ich. Nee, das, weil du hast ja dann eine Bewegung, die Schwung holt und ausschlägt und immer wie kleine Hammerschläge, wenn du losfährst und kuppelst, Gang einlegst, immer die Welle, die Verzahnung quasi kaputt massiert. Ja, auf, so ungefähr, ne? Auf jeden Fall meinen vollsten Respekt habt ihr, dass ihr hier solche Wellen baut. Ja, haben wir und, ein bisschen dran und gefummelt. Es am Ende auch noch funktioniert. Ne? Weil ja, es ist ja immer eine Sache, schon, eine Sache ist immer bauen, die andere Sache ist halt, dass es am Ende auch funktioniert und abliefert. Ja, und da muss ich wirklich sagen, habt ihr mein vollstes Vertrauen, dass das hier auch wieder geil wird. Ja, steckt auch schon ein bisschen Gehirnschmalz hinter mir. Zeit. Wie lange macht ihr das jetzt schon? Antriebswellen so 10 ungefähr. Oder vielleicht einen Tacken mehr. Aber was war das Erste, was ihr gebaut habt? Wie meinst du? Ja, also erste Teil so generell so. War erst. Ach du Scheiße. Nee, also erst Antriebswellen oder erst. Weil nee, Antriebswellen kamen ganz zum, also, ganz zum Schluss. Ja. Weil es gibt nämlich auch noch den Aspekt, das haben wir ganz am Anfang mal gesagt, dass hier sogar tatsächlich Alu gegossen wird, ne? Was sich so gar keiner vorstellen kann. Also wirklich so altes Alu wird dann eingeschmolzen und am Ende kommt eine Ansaugbrücke raus. Das ist tatsächlich immer noch so, ja. Irgendwann müssen wir das nochmal machen. Wirklich so altes Alu mitbringen und daraus eine VR-Brücke gießen, ne? Okay, ja, dann. Würde ich vorschlagen, wenn wir können, gucken wir mal, ob wir da eine Verzahnung drauf kriegen. Ja, ob wir die letzte Verzahnung von den Vieren auf die Welle dann drauf kriegen, ne? Weil ich stelle es mir echt, also ich sag immer generell bei diesen Maschinenbearbeitungen, das kann man schwer immer einfangen, sondern ich glaube, wichtig dabei immer ist, dass man es vernünftig erklärt, wie es am Ende gemacht wird auf der Maschine. Und dann könnt ihr euch das schon gut vorstellen. Ne? Ja, aber wenn man jetzt da drauf guckt, würde, glaube ich, jeder denken, dass da nicht jetzt gleich die Antriebswelle rausfällt. Ja, das ist halt so das Ding. Das ist halt die kleinste, CNC-Drehbank, die man sich so ungefähr vorstellen kann. Deswegen haben wir die uns damals auch zugelegt. War halt auch günstig, lief auch nicht, muss man dazu sagen. Ist ja auch hier nicht Krösus und so. Und dann hat man geguckt, ne, das Ding wieder ans Laufen kriegen und da wurden dann so Stechapparate gebaut. Also wir haben dann schon mehrere Versionen von so Stechapparaten gebaut und ausprobiert. Und wie sieht, jetzt bei so einer Sache. Wie sieht so ein Stechapparat aus? Wie kann man sich darunter vorstellen? Ja, das ist, wir können das ja gleich. Wir sehen es ja gleich, okay. Wir sehen es gleich. Baba! So, jetzt kommt Chef. Ja. So, das heißt, ihr verbringt ja immer Zeit zusammen am Teile bauen. Ja, voll, ja. Und gibt's auch mal so ein bisschen Zoff so, oder geht? Nö, das ist total entspannt. Normalerweise ist immer so, einer macht immer kaputt und einer muss wieder heile machen, ne? Ja, ich bin eher der Kaputtmachteil, ne? Das wird wirklich für einige Zuschauer wird das so komplett unfassbar sein. Dass, also, wenn man so gar kein technisches Basisverständnis hat, einfach A, so eine Maschine überhaupt zum Laufen zu bringen, weißt du? Ja. Und dann geschweige denn da drin, irgendwas aufzuschrauben und irgendwas zu ersetzen und so weiter, ne? Das schon. Kann ich bestätigen, ja. Also ich glaube schon, dass das definitiv etwas ist, was aktuell ausstirbt. Ja, und dann muss man sagen, das ist jetzt eine Maschine aus einem Berufsbildungszentrum. Mhm. Die hat da irgendwie mehr rumgestanden, als dass sie benutzt wurde und so. Und ja, die hat ja so 9-fach Werkzeugwechsler. Mhm. Mehr kann die eigentlich nicht. So ein bisschen drehen und das war's.
Ja, und er hat die dann ja umgebaut, dass sie positionieren kann und all so eine Scherze. Also das ist schon. Ja, das ist eine pneumatische Kupplung drin, die umschaltet zwischen dem normalen Drehen und dann diese Schritte fürs Zustellen, fürs Stechen. Mhm. Weil der musste ja auch irgendwie einen Winkelsensor, Poti, wie auch immer dran haben. Da dass ist direkt ein Schrittmotor drin und eine große Übersetzung mit einem Zahnriemen da, sodass sie sehr genau Die Winkel dann zustellen können. Das heißt, die erkennt über den Motor dann eigentlich, in welchem Winkel jetzt gerade die Spindel über steht. Über den Schrittmotor läuft das, ja. Mhm. Und jetzt kannst du dir vorstellen, sowas gibt es nicht zu kaufen für eine Schulungsmaschine. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wird das Gewinde gleich, also die Spindel ist logischerweise fest, die kann nicht rausfahren, nein, sondern das wird das Werkzeug. Ja, genau. Also er macht das jetzt über die Achse, die hoch und runter fährt gleich, und über das Werkzeug selber, also über das Stechwerkzeug. Ja. Jetzt macht er jetzt einmal die Kontur. Ja. So eine Mischung aus dem alten Drucker. Drucker und irgendwie so, irgendein Film. Früher Internet, ja, ne? Genau, Modem. Ja. Du hast auch Maschinenbau studiert, oder? Ja, angefangen. Achso, das kommt noch dazu. Hier hat niemand irgendwie irgendeine CNC-Ausbildung oder irgendwas. Ne? Das ist alles hier vor allem aber, selbst angeeignet. Selbst sowas lernst du im Maschinenbaustudium auch nicht. Da lernst du vielleicht irgendeine Passung und weißt danach so ein bisschen was Werkstoffkunde über so ein paar Materialien. Ja, ja. Aber ich weiß noch, ich musste damals in meinem, du musst damals ein relativ langes Praktikum immerhin machen. Mhm. Und da lernst du immerhin so ein bisschen feilen, also wie man einen Radius feilt und sowas. Ne? Aber dann hört es auch schon auf, also viel mehr. Und das wird heute anders sein. Das wird es heute wahrscheinlich auch nicht mehr geben. Guck, da jetzt geht's los. Da. Einfach nur geil. So, Außenkontur drehen ist jetzt fertig. Und mal einmal prüfen. Was? Jetzt sieht man auch mal. Jo, Nico, du musst gleich mal einmal von hinten rein filmen. Jetzt sieht man erstmal diese ganze Apparatur, die fürs Stechen eigentlich rangebaut wurde. Ja, genau. So komplett das Werkzeug mit, unten drunter. Komplett mit Spindel, um das Werkzeug reinzufahren, mit E-Motor hinten ran und so weiter. Man sieht ja das dezente Alu-Gussteil. Ja, ja. Das ist auch wie so ein Eigenbau. Ja, ich hab die eingekuppelt. Einkuppeln heißt, die Spindel wird quasi arretiert, festgemacht an den Schrittmotor hinten dran. Ja, genau. Die hat jetzt den Nullpunkt angefahren. Mhm. Da hat er ein bisschen Kühlschwerstoff dran. Diese Hoch-Runter-Position fährt. Ne? Mhm. Das sind dann in Hundertstel Bereich wird dann ist der Abtrag auf der Welle. Mhm. Aber das heißt, die ganze Spindel geht gerade hoch und runter. Ja, ne? genau. Du musst schon ein bisschen hingucken, weil das der Weg so klein ist. Ja, aber ich hätte gedacht, dass bei so einer Drehbank die Spindel so fest in dem Ding drin ist, dass man die definitiv nicht hin und her bewegen kann. Dass das so das Teil ist, was eher starr ausgerät. Nee, Moment, die Spindel fährt nicht hin und her, der Werkzeugwechsler. Ach, der ganze Tisch fährt? Ja, okay. die andere Achse. Ja. Ach krass, okay. Das heißt, während des Vor- und Zurück fährt der Tisch dann noch hoch und runter? Oder fährt er auf einer Höhe bis ganz vorne und dann wieder zurück und dann wieder auf einer Höhe? Ja, bis zum Ende hin fährt er ein bisschen raus, ne? Fährt ein bisschen aus. Ja, okay. Bei dieser Verfahren ist das Problem, dass er am Schluss, weil hier kein Freistich ist, nur so ein leichter Freistich, dass er im Prinzip rausfahren muss. Sonst würde er jedes Mal gegen eine harte Kante gegenstechen. Genau. Dadurch hat das Werkzeug immer ein Problem, dass es leicht die Kante abbricht. Wie viel nimmt der jetzt ab pro Forum? Reden wir da eher so von 500 oder 100 oder 10? 60, 100 würde ich sagen. Also nimmt er schon Material raus. Du kannst halt jede Zahnkontur, die es so gibt, jeden Durchmesser kannst du halt machen. Ne? Mhm. Aber fährt er jetzt
Ist jetzt dieser Winkel hier, ist das genau der die Wendeplatte da vorne drin, oder wie ist das? Ja, genau. Also da fährt wirklich einfach nur immer tiefer rein, genau. Und muss nicht irgendwie nochmal linke und rechte Flanke einzeln. Nee, der fährt, das ist schon so gemacht. Du kannst bei einigen Verzahnungen, bei VW-Verzahnungen ist das, glaube ich, glücklicherweise so, dass du jetzt die Wendeplatte, dass es da passende zu kaufen gibt. Mhm. Aber bei einigen ist das so, dass du die Wendeplatte noch passend schleifen musst. Yeah. Das ist dann echt nervig. Ne? Wie lange hält so eine Wendeplatte? Also gestern hatten wir ein bisschen mehr Probleme mit der anderen Seite. Da war so. Also gestern haben wir bestimmt 5 Wendeplatten auf einer. Echt, auf einer Dings zerstört. Aber davor 3 ohne Probleme. Also das kannst du immer nicht sagen, weiß ich nicht. Auf der Seite von der Verzahnung ist das Ganze halt ein bisschen einfacher, weil da könnte einfach bis zum Ende immer durchfahren. Ja, genau, der fährt ins Feuer. Wenn man den hochziehen am Schluss. Wenn man am Schluss hochziehen muss, dann bricht halt die Spitze ab. Genau, und wir machen jetzt gerade die Seite hier und da muss man halt, sieht man hier auch am Ende immer wieder rausfahren. Weil das auch gleichzeitig der Anschlag von der Verzahnung eigentlich ist, ne? Von dem Gelenk, ne? Was darauf kommt. Ja, die Wendeplatten sind ja eigentlich, glaube ich, nicht dafür gemacht. Ich weiß nicht, was. Ne? Das sind so, jetzt. So wie der Rest hier auch quasi. Ja, ich hätte es ehrlich gesagt nicht gewundert, wenn ihr die Wendeplatten auch noch selber gemacht habt. Nee, das. Also irgendwie ein bisschen. Ja, anschleifen muss man sehr schon. So ein bisschen Stahl noch eingeschmolzen, nochmal schnell gehärtet und am Ende nochmal geschliffen. So, ne? Nee, das können. Nochmal Erz abgebaut. Ja, stimmt. Noch im Vorgarten nochmal kurz mit dem Tagebau angefangen. Nee. Aber ich finde, man sieht doch schon erstaunlich viel, wie passiert. Also, ich hätte gedacht, dass er für jedes Mal Stoßen doch weniger Material wegnimmt. Tatsächlich. Ja, dafür, dass es tatsächlich nur diese paar Hundertstel sind, fliegt schon ein Span. Ne? Ja. Und es geht auch verhältnismäßig schnell so. Ja, wie gesagt, du könntest jetzt ja einfach ein Werkzeug aus dem Werkzeugwechsler dasselbe machen, mit der ganzen Achse fahren und dem ganzen Werkzeugwechsler. Aber weil ich glaube schon, dass der Motor über die Spindel da schon ganz gut Druck haben muss, ne? Ja. Um das rauszuschieben, weil das wird ja wirklich rausgeschoben. Ja, du siehst ja die Späne dampfen, ne? Ja. Also das ist ja schon richtig. Motor richtig was hinter. 1000 Watt, ne? 1000 Watt? Ja, der drückt. Ja. 1 kW. 1 kW, ja. Und dann kommt noch die Spindelübersetzung dazu. Und dann machen wir irgendwie einen Kratzer auf eine Chromowelle. Ja, ne? Ja, deswegen. Also, weil ich behaupte, selbst wenn selbst mit dem Hammer drauf haust, siehst du das gerade mal so. Ja, eine Macke hast du drin, aber so, ja. Und das so genau da rauszuschieben. Ja, genau. Jetzt hat es einmal die Wendeplatte zerlegt. Wir nutzen mal kurz die Zeit hier, um euch das nochmal zu zeigen. Also, dieses ganze Teil hier dran ist komplett Eigenbau runtergeflanscht. Und da sitzt dann hier hinten der Motor dran, der über eine kleine Kupplung diese Spindel antreibt. Und hier ist einfach nur ein schiebbarer Schlitten drauf, der halt dementsprechend hier immer wieder mit der Schneideplatte reinsticht. Aber es sieht schon präzise aus, muss man sagen. Also ja, ist auch. Ja, und so ist das halt keine Massenfertigung. Ne? Das ist halt ein Unikat. Ja, genau. Eigentlich alle dieselben Unikate. Ich meine, die Original-VW sind, glaube ich, gerollt, die Verzahnungen. Ja, aber ging jetzt am Ende doch recht zügig, fand ich eigentlich. Ja, wenn es glatt läuft, dann geht's. Hat das Ding eine Seite? Die hier, ne? Ja, warte. Nee, das ist die andere Seite. Ah. Geht schon. Eventuell muss man die vielleicht noch ein bisschen einmassieren. Ja, das macht er auch dann öfter, du hast ja ein bisschen Grat überall jetzt noch. Ne? Steht das jetzt an den Kanten ein bisschen hoch. Das wäre genau meine Frage gewesen, ob es irgendwie eine Art Pfeile oder irgendwie sowas gibt. Ich kann auch mit so einem Dremel und Diamant nochmal nacharbeiten. Ne? Das ist gar kein Problem. Das ist dann auch möglich. Da. Aber krass. Ich hätte echt nicht gedacht, dass man das so reingestochen kriegt. Ja. Okay. Das heißt, jetzt einmal auf der Drehbank und dann noch einmal härten. Genau, jetzt die Enden komplett machen, komplett die Nuten rein. Mhm. Genau, mit dem kommen wir jetzt auf der konventionellen, mit der Hand, da reingedreht. Ah, okay, das heißt, so soll es am Ende aussehen. Ja, das heißt, hier noch einmal eine Nut rein. Genau, die Nut für den Sicherungsring, den Sicherungsclip. Thorsten, kann man sowas bei dir in Auftrag geben? Ja. Im Grunde ja. Weil ich glaube, Betriebe, die wirklich weil du machst das ja tatsächlich übertrieben gesagt, oder ihr für eine einzige Welle auch, weil es gibt ja so viele verschiedene Versionen hier das Gelenk, da das Gelenk, die Länge und so weiter. Ja, ich kenne das Leiden ja von selber. Also deswegen kann ich das machen, ja, oder können wir das machen, ja.
Geht schon. Ja, also geht schon. Wie beim letzten Mal, einfach, wir machen euch hier wieder einen Link rein, beziehungsweise ja. Mittlerweile hast du ja jetzt einen Instagram-Account. Ja, du hast mich hier genötigt. Ne? Da kann man jetzt relativ einfach auf Nachricht schreiben, klicken und auch was hinschreiben. Das, ich würde sagen, vielen, vielen Dank, dass wir es zeigen durften. Wirklich, ist mir eine Ehre. Okay. Feiere ich komplett, was hier auf jeden Fall abgeht. Das konventionelle Überdrehen brauchen wir auf jeden Fall jetzt nicht mehr zeigen. Nee, macht das ihr ist schon. Auch. Und im nächsten Video zeigen wir euch nochmal die Wellen, wie sie gehärtet sind. Und dann kommt ins Auto rein und dann wird gefahren. Ja, cool. Geile Nummer. Hat mal wieder Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.